Jan Herzog und Robert Crispens, ja. Ich habe gesagt, macht das mal. Und da habt ihr euch totgelacht. Ich habe eben noch gesagt, nimm mal meine Tochter in den Arm. Hast du gesagt, nee, das kann ich nicht machen, da reden die Leute drüber. Grüß dich, ja. Robert. Servus, Sven, grüß dich. Ja, es gibt eine Weltpremiere. Mhm. Ja, eine Weltpremiere, unser erster voll integrierter Palace. Also voll integrierter mit Längsbetten vorne und Drinsitzgruppe hinten. Darf ich das mal filmen? Ihr habt einen riesen Schriftzug, der wurde gerade erst angebracht. Der ist gerade erst angebracht worden, genau. Ja, heute ist Freitag, Pressetag, unser erster voll integrierter Morelo mit Drohnensitzgruppe im Heck. Ihr hattet Händlertagung gestern, war es gut? Ja, wie immer, ne? Gut, ihr kommt aus Franken, da wird auch mal ein Bier getrunken. Eins ist wenig, ja. Okay. Einen schlechten Tag. Ja, wir sind bei Morelo und das Besondere bei Morelo, um mal ganz von vorne anzufangen, ist, es ist keine italienische Marke. Viele denken ja immer noch, Morelo kommt aus Italien. Genau, nein, aber es ist made in Germany. Oder besser gesagt in Franconia, ne? Also wir sind in Franken daheim, Schlüsselfeld. Da hast du ja schon das ein oder andere Video gedreht. So, die Besonderheit hier ist, wir zeigen es mal gerade. Also ist diese Alkovenmodelle mit Rundsitzgruppe sind ein großer Verkaufsschlager, aber das hier, das wird, glaube ich, in die Annalen der Firma Morelo eingehen. Das ist eine Rundsitzgruppe unter 7,5 Tonnen mit zwei Schlafmöglichkeiten. Du kannst also die Rundsitzgruppe zum Bett umbauen und kannst vorne schlafen als einzige Schlafmöglichkeit. Genau, dafür hast du hinten die Rundsitzgruppe. Wir sind unter 9 Metern, also wir sind bei 8,99 Meter und es ist ein voll integrierter. Zuladung, was haben wir, eine Tonne? Ja. Locker. Locker. Also locker eine Tonne. Die Besonderheit hier auch bei der Rundsitzgruppe, du kennst das schon, Jan, der Fußraum, der hat natürlich seinen Tribut. Mhm. Und deswegen ist die Garage ein Ticken kleiner. Wir gucken mal auf der anderen Seite, ob das da genauso ist von der Größe her. Da ist die Klappe ein bisschen größer. Der Robert öffnet die mal. Und da gibt es auch eine Besonderheit, wenn sie nicht aufgeht, müssen wir einmal, das hat einen Grund, Jan, du weißt, warum sie nicht aufgeht. Ist ein Sicherheitsfaktor, weil die geht elektronisch verriegelt und du musst die Zentralverriegelung einmal starten und dann hast du einen gewissen Zeitraum, wie sie aufgeht. Ansonsten geht es automatisch zu. Sonst macht die ja jeder auf, ne? Das macht die jeder auf, ja. Und du kannst ja auch nicht sehen. Und ich habe es der Jan kurz erläutert, die hat eine Zeitsperre, genau. Und nach einer Zeit geht die zu. Genau, das Problem ist einfach, wenn das Relais immer bestromt wird, dann haben wir ja Kunden, die fahren nach Spanien, nach Portugal und stehen da 3 Monate. Und dann verschmelzen die Relais. Deswegen haben wir eine Zeitrelais eingebaut. Man kann es auch justieren, wenn einem 5 Minuten zu kurz sind. Ich glaube, bis auf 15 Minuten geht es. Und dann sperrt die Klappe einfach automatisch zu. Ja, hier sieht man, das ist der Fußraum hier, gell? Genau, da hast du hier den Fußraum, den Tisch. Und drüben ist es dann dementsprechend kleiner. Und hier ist, oben drüber ist die Sitzgruppe. Mhm. Sag mal, gibt es optional eine zweite Klappe größer? Oder ist das möglich? Wird keinen Sinn machen, weil drüben schaut es ja raus. Ne? Aber es wäre, wenn du die Klappe jetzt drehst, sage ich jetzt mal. Das Problem ist, wenn du aufmachst, hast du halt hier die Sperre drin. Ne? Gut. Da ist das hier ein Prototyp eigentlich? Es ist der erste. Das ist der erste. Prototyp ist, ich behaupte jetzt einfach mal, es ist serientauglich. Mhm. Das ist so. Wird genauso umgesetzt. Das zweite Werk, ihr baut ein neues Werk gerade, wir haben ein Video gemacht, 24 Volt in Schlüsselfeld, wie weit seid ihr? Die Halle ist zu, also Fenster, Tore, Türen sind drin, die Heizung wird aktuell angefahren und der Innenausbau ist im vollen Gange. Also Hut ab, eine Riesengarage. Also ich habe jetzt wirklich gedacht, die wäre klein, aber das hier ist ein Ding, geh mal bitte rein, John, dann können wir es mal sehen, also 1,73 Meter. Ja, sie muss sich ihr Geld hart verdienen hier auf der Messe. Es ist, ja, das finde ich gut, dass es keinen Verwandtschaftsbonus gibt. Den gab es noch nie, Jan. Also ich glaube. Verwandtschaftsminus. Also okay, ja. Gut. Es gab also immer auch. Doppelt so hart wie die anderen. Ja. Als sie die Ausbildung gemacht hat, sie war immer die, die nie einen Chefbonus bekommen hat. Es ist halt so. Aber das ist doch, man muss auch sagen, ich habe in meinen Videos, Robert, vielen Dank, Jan, komm ruhig mal raus. Wenn ich Rundsitzgruppe erwähne, dann gehen die Klicks durch die Decke. Und das habt ihr auch erkannt, oder? Ja, ja, ich meine, man muss aber fairerweise dazu sagen, das ist ein klassisches Zwei-Personen-Fahrzeug. Ja? Das ist jetzt für 4 oder 6 Personen nicht geeignet. Also ich habe jetzt selber letztes Jahr einen Winterurlaub unseren Alkoven testen dürfen, den ersten RL, und habe die Kinder dabei gehabt. Und also wer es mag, ja, es gibt ja Unterschiede, aber ich bin kein Freund vom Bauen. Ja? Das heißt, du baust das Bett, dann baust du deinen Tisch auf und dann verstaust du die Matratzen irgendwo. Aber für ein rein Zwei-Personen-Fahrzeug ist das das Beste, weil das Raumgefühl, was wir hinten erzeugen, kriegst du in keinem anderen Fahrzeug hin.
Ja, du hast die optimale Ausnutzung der kompletten Fahrzeuglänge. Mit dem Unterschied, dass du, und das ist die Besonderheit hier, ich meine, wir werden es gleich mal zeigen, komm, wir machen einen Schnelldurchlauf, ganz kurz, du hast einen riesen Stauraum, das variiert aber hier wahrscheinlich aufgrund der Tankgrößen. Da passt die Can auch noch rein. Ja, bitte Can. Nein, machen wir jetzt nicht. Aber der, das ist ein 7,5 Tonnen Fahrzeug. Iveco Daily ist drunter, 205 PS, oder? Ja, 205 PS, 7,49 Tonnen. Und 3 Liter. Genau, Can, wenn du dich mal kurz davor stellst, wieder mal den Arm Kasper machst für uns, dass wir einmal mal sehen, das ist eine Can-Breite im Vergleich. Ein sehr kompaktes Fahrzeug, die Klasse sehr beliebt, weil du kannst, ohne dass du in den Knast kommst, 107 fahren auf der Autobahn. Das geht mit dem LKW nicht. Nee, genau. Aber wenn man unter 7,5 Tonnen ist das noch geregelt, wobei ich niemandem empfehle, ich sage jetzt mal 110, 120 oder 130 km/h. Nee, aber 100 kann man fahren. 100 kann man fahren, ohne Probleme. Ich meine, der Bus fährt auch zwischen 95 und 190 ist erlaubt, aber mit dem Fahrzeug kannst du mit 100 tadellos fahren. Also die Busse, die ich kenne, die fahren alle 103, weil meiner ist nämlich bei 100 abgeregelt, damit sie mich gerade überholen können. Das ist etwas ganz Besonderes. Ihr habt einen Preis, ich glaube, ich habe einen Preis bekommen für die Schnauze, für die Front vorne, gell? Front vorne und hinten, ja. German Design Award, aber das ist schon ein bisschen her. Ja, aber trotzdem, was viele sagen ist, das Design ist so zeitlos und so schick, dass, also wirklich, ihr seid da Trendsetter gewesen für die Branche. Genau, und der Wiedererkennungswert ist ja durch alle Paletten, also du fängst ja vom Home bis zum Grand Empire, versuchen wir ja wirklich diese Design, diese Facetten, diese Linien in allen Baureihen wiederzuspiegeln, sodass der Wiedererkennungswert recht hoch ist. Ja, das Schöne ist, du hast ein echtes Mehrraumkonzept. Genau. Also hier vorne hast du ein Büro. Du hast hier vorne ein Büro, du hast rechts unten einen Schrank. Man hätte 2 Arbeitsplätze vorne und hinten. Das heißt, wenn ich eine Telco habe und der Partner hat eine, könnte man den Raum zuschieben und unabhängig voneinander 2 Büroräume nutzen. Es gibt diese Spiegel auch elektronisch jetzt bei euch demnächst? Genau, die Mirrorcams gibt es tatsächlich auch elektronisch. Da muss ich aber leider dazu sagen, wir hatten unheimliche Lieferschwierigkeiten. Deswegen haben wir, ich bin jetzt, muss ich selber gucken, ich glaube auf der Messe gar keinen ausgestellt. Das sind die originalen Actros-Spiegel, aber wir haben hier keinen ausgestellt. Weil wir. Ich habe bei Matthias haben wir eingefilmt. Hast du gesehen? Ja, aber momentan haben wir einfach keine Bauteile, deswegen steht hier kein Fahrzeug. Oh, ich finde es so ziemlich cool. Also viele lieben ja auch diesen tollen Look hier mit den Busspiegeln. Ich glaube, da geht es darum, unter 7,5 Tonnen auch wirklich große Zuladung zu haben. Dieses PKW-Feeling hier drin. Du hast nicht diesen rauen LKW drunter. Es gibt ja Fans bei euch für beide Klassen, oder? Es ist wie immer im Leben. Ne? Es gibt immer die eine Fraktion und die andere. Aber das ist unsere Cash-Cow. Also unter 7,5 Tonnen bewegen wir uns ungefähr bei 70% unseres Produktionsvolumens. Warte, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Ja, das Ganze lebt von einem wirklich intensiven Fachhandelsnetz, das euch hilft, diese Fahrzeuge mit zu vertreiben. Und die Kapazitäten werden ausgeweitet. Die Marke Morelo hat sich gut eingelebt. Gut eingelebt ist gut. Ich glaube, wir sind Benchmark in dem, was wir machen. Ja gut, ihr seid aber das jüngste Kind. Also in der Klasse seid ihr die Jüngsten. Wir sind die Jüngsten, aber da ist ja viel Erfahrung im Hintergrund. Ne? So, Morelo Palace, 88 DL. Für was steht denn das D und das L? Dinette und Längsbetten. Dinette und Längsbetten. Hier kannst du schon mal oben drauf gucken. Also was das ich, ist die Dinette und das sind die Längsbetten. Also was ich bei euch liebe, ihr habt mitunter die beste Webseite, weil man die ganzen Fahrzeuge und die Grundrisse als 3D sehen kann. Genau. Das ist eigentlich eine klasse Geschichte. Also viele können sich das nicht vorstellen. Was bringt das beste Foto? Die Leute wollen durchs Auto gehen. Ich glaube, das hier wird einer der meistgegucktesten 3D-Grundrisse, die du filmen wirst auf der Messe. Ist er schon abgefilmt? Noch nicht. Wir nutzen tatsächlich immer den Messeaufbau und dann das 3D-Studio. Aber aktuell ist er noch nicht online, weil er ist aus der Fertigung hier auf das Messegelände gefahren worden. So, Festpreisgarantie, da muss man mal kurz drauf eingehen. Das war ja lange Zeit ein Riesenproblem, ihr konntet keine Preise garantieren. Genau, ich meine, es war recht ungewiss, eine lange Zeit. Und jetzt haben wir gesagt, okay, für das Fahrzeug trauen wir uns das zu. Wobei das nur für Modelljahr 24 gilt. Ne? Also. So, jetzt kommt was ganz Krankes. Sorry. Du hast es mir schon am Telefon gesagt, ich durfte nicht drüber reden. Wir sind unter 300. Genau, wir sind bei dem Fahrzeug unter 300.000 für einen voll integrierten Palace. Aber nicht mit irgendeiner Kirmesausstattung, sondern der hat die wichtigsten Sachen schon an Bord, gell? Wir haben das Chassis-Paket, wir haben ein Fahrsicherheitspaket, Elektropaket, Navi-System drin und dann noch einiges an Futures. Und man muss aber dazu sagen, man kann dieses Fahrzeug mit der Variante bestellen und dann, wenn ich jetzt noch Hubstützen brauche, wenn ich jetzt noch irgendwas benötige, kann man das dazu bestellen. Okay, das macht der Händler oder bei euch? Das macht der Händler, wie hier auf der Messe. Ich meine, das Aktionspaket gilt ja für die Messe hier.
Wir beraten jetzt hier die Tage und es wird hier vor Ort konfiguriert. Lieferzeit? Da muss ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Juni, Juli diesen Jahres. Diesen Jahres? Diesen Jahr. Das heißt, ihr habt Kapazitäten. Wir haben für das Fahrzeug, haben wir bewusst auch für die Messe, eine gewisse Kapazität vorgehalten. Und wenn die abverkauft sind, dann... Es geht um Slots. Das Ganze ist ja eine Auslastung eurer Produktion. Da hattet ihr viele Hürden in letzter Zeit und das war sehr unangenehm. Unter anderem kam natürlich die Pandemie dazwischen. Na gut, wir haben jetzt, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, 4 Krisenjahre hinter uns. Wir haben die Corona-Pandemie, wir haben einen Krieg, der ausgelöst wurde, gefolgt von einer Energiekrise. Nach der Energiekrise kam eine Personalkrise. Also es ist jetzt gerade so ein bisschen, es pendelt sich ein. Wir kommen zwar in ruhigere Fahrwasser, aber es ist noch immer noch nicht so, dass man störungsfrei produzieren kann. Also es ist nach wie vor, es gibt Fehlteile, es gibt Auswirkungen, aber es ist deutlich ruhiger, wie es noch vor 3 Jahren war. Also wenn man das sieht, also 299.990 Euro, wichtig war, das ist eine, also klar, jetzt werden viele Leute sagen, 300.000 Euro, dafür kriege ich ja schon was weiß ich, aber es geht ja hier darum, man muss es mit dem Yachtbereich vergleichen, da geht es los im Serienbereich so um die 2-3 Millionen und das hier ist eine Yacht auf Rädern. Das ist eine Yacht auf Rädern und ich sage, wenn einer sagt, für 300.000 Euro kriegt er so ein Fahrzeug, soll er mal sagen, welches? Genau, voll integriert in der Bauqualität mit allem, was es gibt. Ist die Zentralverriegelung auch mit drin in dem Preis? Nein, ich glaube, ich habe die in der Kalkulation nicht gesehen. Aber die kann man ohne weiteres ab Werk bestellen oder auch nachrüsten lassen. Ja, wichtig zu erwähnen ist diese, die habt ihr schon immer gehabt, diese riesige breite Aufbautür, die eine Besonderheit bietet. Wenn du die mal ganz kurz mal ein bisschen anlupfst, dass wir mal dahinter gucken können. Die hat nämlich kein normales Schloss mehr. Und das ist für viele einfach ein Sicherheitskriterium, dass man sagt, hier gibt es nichts zum Aufbrechen. Genau, wir haben hier im Prinzip eine Zahlenkombination. So. Und 6-stellig bis 8-stellig oder sogar 12-stellig, glaube ich, kann man einen Code eingeben. Und mit dem Code komme ich in die Tür rein. Oder das, per Funkfernbedienung. Das ist eine Tür, die auch bei Rettungsdiensten, Feuerwehr angewendet wird. Da kommt sie auch her, rein Composite. Und das ist schon, du kennst das selber, du kaufst ein Einfamilienhaus, eins der teuersten Türen ist die Eingangstür. Und da habt ihr nicht gespart, oder? Nee, aber du merkst auch den Komfort, ne? Die Breite, die Höhe. Du kannst von außen nach innen, von innen nach außen eigentlich perfekt. Mhm. Könnt ihr mir einen Gefallen machen? Geht mal bitte vor und setzt euch mal in die Rundsitzgruppe, beide. Und ich komme schon rein, braucht ihr nicht aufhalten. Und wenn ihr drin seid, schreit ihr einmal laut, bitte. Also der erste voll integrierte Morello mit Rundsitzgruppe im Heck. Das werden wir jetzt mal anschauen. Wir sind auf der CMT in Stuttgart. Ich habe es gesehen. Und ich komme ganz langsam rein. Ich sehe eine Riesenküche. Aber lieber Robert, dieser Grundriss hier, muss man fairerweise auch sagen, den habt nicht ihr erfunden, sondern den kenne ich aus ganz vielen Fahrzeugen, der sehr erfolgreich ist. Also ich sage nur Liner for Two zum Beispiel, das ist eine extrem erfolgreiche Nummer, die läuft. Und diese Grundrisse erfreuen sich einer riesigen Beliebtheit, weil sie eben so viel Raum, warte, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass wir das mal sehen. Also so viel Raum bieten, eigentlich... Das Platzgefühl ist irre. Und du hast 3 große Fenster, wo du rundherum durchschauen kannst. Also es ist ein Gamechanger, weil viele sitzen ja gar nicht so, wie er jetzt hier sitzt, sondern die Jan, wenn du mal gerade in die Ecke gehst, sei mal so lieb, dich da mal so ein bisschen hinflätst. Und ich kann euch nur eins sagen, bestellt diese Kissen bitte mit, weil es ist so befriedigend, die original Morello-Kissen zu haben. Ich kaufe die immer, obwohl die nicht ganz billig sind, aber es macht so Spaß, die zu haben. Dann sparst du wahrscheinlich dein Nachtkissen, ne? Nee, nicht. Nee, aber ich bin ja, weißt du, ich bin ja eigentlich... farblich abgestimmt, ich gebe dir recht. Also ich bin ja eigentlich total der Spießer, aber diese Kissen, die müssen sein, weil die einfach... Und dann diese Deckchen, die hier dabei sind von Morello. Was ist denn das? Das Leder, echtes Leder. Das ist echtes Leder, ja. Ich muss nochmal zurückgehen. Sag mal, kriegt man diesen Teppich auch später in der Serie? Oder ist der nicht erhältlich? Der ist optional. Ist optional? Der Teppich ist optional. Boah, das ist so... Ey, Gianni, guck mal hier. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein Flauschi-Teppich. Komm mal hier runter. Da kannst ja, du... Ja, lieb Flauschi-Teppich. Ey, ich stehe da total. Da gibt mir voll einer ab hier. Okay. Ey, kauf diesen... Moment, wo ich mich ausschalte.
Okay, und das Coole, was ich hier liebe, ist, dieser Grundriss hat nämlich einen riesen Vorteil. Du siehst kein Fahrerhaus, kein Lenkrad. Viele sagen, ich möchte nicht da sitzen, wo ich den ganzen Tag fahre, sondern ich mache die Tür zu, habe das Auto vergessen und bin willkommen daheim. Genau, das ist das Gefühl. Und ich meine, das kriegst du ja auch so, also in diesem Raumgefühl kriegst du ja im Fahrerhaus auch nicht hin. Ne? Das ist ganz krass. Und das, was wir außen schon hatten, ist, wir haben hier die Möglichkeit, wirklich zwei unabhängige Arbeitsplätze zu gestalten, von vorne und hinten. Mhm. Man kann hier Konferenzen führen, Internet, Live-Calls und. Das sehen wir gleich. Also vorne ist ein extra kompletter abgeschlossener Raum, den du auf Knopfdruck elektrisch zum Wohlfühl, zum Wellness umrüsten kannst. Genau. Und wenn ich jetzt hier mal Fernsehen gucken wollte? Dann ist hier fährt der Fernseher hoch. Jetzt muss ich den Schalter, Moment. Mhm. Muss ich mal rüber. Ja, ich komme. Wahrscheinlich ist der Schalter in der hier oben drin, im Elektropart. So, wir haben. Weißt du, was ich geil finde bei dir, Robert? Moment. Er hat eben gesagt, ich habe maximal eine Stunde, anderthalb. Und jetzt bin ich schon wieder voll drin. Schau mal bei dir hin. Da ist er. Hast du ihn gefunden? Multimedia. Multimedia, warte, ich schalte mal an, Robert. Und da gibt es nämlich hier einen Multimedia-Knopf, der ist an. Interessant. Und dann ist die Sicherung vielleicht draußen. Also hier, er kommt, super. Jetzt wollte ich dich gerade schon schützen und sagen. Nee, du weißt es ja, auf den Messen ziehen wir oft Sicherungen, damit die Bauteile einfach nicht kaputt gehen. Ein 40 Zoller? Ja. Also 40 Zoll Fernseher. Das ist hier doch schon ziemlich bequem. Also jetzt muss man gemeinerweise immer sagen, bei der Messe sind die Autos immer aufgeräumt. Es liegen keine Jacken rum, es sind keine Tortellini irgendwie verstreut. Wie bei uns im... Das stimmt nicht. Aber guck dir mal an, wie gemütlich das ist. Robert, magst du dich einmal so reinlegen? Das ist so angenehm. So, warte mal, die Füße weg. So. Ich find den super gelungen. Was mir vielleicht wichtig ist, nochmal zu erwähnen, es geht doch nicht um Bling-Bling, es geht um edle, langbeständige Design-Entwürfe, die eben nicht eine Laufzeit haben von 2 Jahren oder 3 Jahren. Und qualitativ hohe Verarbeitung. Mhm. Also das Bling-Bling und 17 Mal das Logo irgendwo implementieren, das sind nicht wir, das ist ein Wohnraum, so soll der Kunde sich auch wohlfühlen. Und ich könnte auf jede Klappe mein Logo drucken, aber wozu? Wenn ich hier als Kunde drin sitze, weiß ich ja, in welchem Auto ich mich bewege. Weißt du, was ich krass cool finde? Das sind diese Baldachine, hätte ich fast gesagt, über den Fenstern. Also die Baldachine sind schon mal drin. Wir sind ja hier im Palace. Aber hier, guck mal, diese wie nennt man die Verkleidung? Genau, also ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Vertäfelung. Aber wir haben im Prinzip hier hinten ein Design gewählt, weil wir gesagt haben, das Thema Vorhang. Also es gibt sicherlich Vorhangbefürworter und es gibt aber jetzt, man merkt auch immer im Neubau, wenn man Wohnungen anschaut, da wird immer weniger auf Vorhänge und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen hinten keine Stoffe, wir wollen auf den Vorhang verzichten und wollen einfach eine Verblendung, die eine Wärme reinbringt, die gemütlich ist und vielleicht auch so einen Stoffcharakter hat. Ne? Und das eine ganz hochwertige Optik haben die. Also ich zeige euch mal an. Vorhangersatz. Warte mal. Ist das so Ledergefühl, wenn du drüber fährst? Genau, fass mal an, das fühlt sich an. Ja, ich kann ja beide Hände voll. Dann komm mal her, du musst mal streicheln. Hinter dir. Ist, so, jetzt musst du sagen, ganz toll. Das ist wirklich toll. Das ist wie Seide, würde ich sagen. Super, super weich. Boah, ist das schön. Also der Robert, ja, der versenkt schon mal die Fernseher. Das ist ein Smart TV, könnt ihr auch Netflix gucken und so. Und ja, ihr seid ja so ein pragmatischer Laden, muss man schon sagen. Und ihr habt es geschafft, einen riesen Stauraum vor dem Fernseher zu generieren. Naja. Da ist der Fernseher. Gibt's ja nicht, ne? Also nee, aber das ist aber jetzt die Optik. Also es gibt es jetzt optionale ohne Fernseher, oder? Ja, und man muss aber auch dazu sagen, nicht jeder bestellt den Fernseher. Mhm. Ich meine, ich denke jetzt an deine letzte Bestellung oder vorletzte Bestellung. Du bist jetzt auch niemand, der im Wohnmobil Tag und Nacht Fernseher guckt, sondern du nutzt es eher als Arbeitsplatz. Das hat er mir zumindest erzählt. Hey. Das habe ich, das hab ich nur gesagt, weil der Fernseher so teuer war. Ja,
er hat einen Computermonitor. Genau, genau. Den habe ich genommen, weil wir damit... Genau, das weiß ich noch. Wir haben damals einen Platz für einen Gaming-PC gesucht. Oscar. Da darf ich ja mal, bitte mal reingehen. Ich erzähle dir mal eine Geschichte. Die ist wirklich wichtig für alle Leute, die diese Fahrzeuge konfigurieren. Okay? Oh, jetzt bin ich, soll ich die Kamera? Komm, also, komm mal die Kamera. Nee, brauchst du nicht. Komm, ich filme jetzt mal dich. Willst du? Ja, komm. So. Komm, mal. Aber nicht stottern, dann, okay? Nicht stottern, nee, ich stotter nicht. Ja. Ich guck mal. Also, liebe Zuschauer, ich war immer so ein bisschen auf dem Trip, möglichst günstig konfigurieren, Sachen weglassen. Und wir haben ja schon mehrere Fahrzeuge gehabt von Morelo und alle, die wir günstig konfiguriert hatten, und das ist jetzt für dich positiv, Robert, die waren schwer zu verkaufen, weil die Leute nämlich bestimmte Dinge einfach erwarten. Dazu gehört Luftfederung, Hubstützen, am besten ab Werk, die Schwingsitze wollen die gerne haben, Zentralverriegelung, wenn möglich, also du bist mein Zeuge, wenn möglich eine Waschmaschinenvorbereitung, da haben viele schon gefragt, zumindest mal die Vorbereitung drin, die bietet die an, oder? Gibt's? So, dann die Spülmaschine haben viele gefragt. Also viele gucken wirklich auf die Spülmaschine. Ist die drin oder nicht? Jan, du bist mein Zeuge. Mhm. Ja, echt. Ich bin hergerannt, dass der nächste eine Spülmaschine bekommt. Dann Sattanlage ist ganz wichtig. Die Markise muss drauf sein. Bitte mitbestellen. Ja, also man kann viel Geld sparen, indem man irgendwas macht. Der Fernseher 40 Zoll am besten mit dabei. Und das Lithiumpaket ist groß. Also das ist auch ein Thema, was also viel... Ansonsten werden die Autos immer unverkäuflicher, weil auch das Angebot an Fahrzeugen steigt, muss man sagen, im Markt. Kannst du dich an unser erstes Konfigurationsgespräch erinnern. Ja. Und was habe ich dir da immer gepredigt? Da hat er gesagt, nimm das und das. Falschen Ecken. Nein, spar nicht an der falschen Ecke. Ist ja schwer, ne? Aber es ist, ist schon schwer, oder? Ja, so. Sven, Hut ab. Gut. Aber ich glaube, den hat auch noch nie einer gefilmt, oder? Hat da jemand schon mal die Kamera genommen und ihn gefilmt? Doch, ich. Ach so, okay. Und er kommt normalerweise schon so ein bisschen ins Wanken, wenn er plötzlich merkt, dass er vor der Kamera ist. Ah, okay. Tja, aber es geht. Das immer so gut machen. Kinder, es geht nicht um mich. Es geht um dieses tolle Auto hier und um Robert Crispins und das ganze Morelo-Team. Wie viele Leute seid ihr mittlerweile? 462 waren wir zum Jahreswechsel, haben jetzt zum Jahresbeginn, ich glaube, um die 8-9 Kollegen eingestellt. Also die Tendenz wird, dass wir Mitte des Jahres die 500... Ja, ihr seid Teil eines sehr großen Konzerns. Das Ganze wäre sonst nicht zu wuppen. Trotzdem, du warst mit vielen Dingen beschäftigt, der Reinhard und du. Ja, ich sag mal, da ging es auch um das Thema natürlich Bereitstellung von Fahrgestellen. Das ist gerade in der 24-Volt-Nummer ein Riesending gewesen. Jetzt sind wir hier auf 12 Volt, da geht es noch einigermaßen. Aber bei 24 Volt, da kamst du schon schwitzen, oder? Ja, dann wenn du von heute auf morgen eine Meldung bekommst, dass das Chassis nicht da ist, dann schwitzt man auch mal, ja. So, die Küche. Sag mal, gibt es hier nur eine Küche, nehme ich an, oder? Ja, das ist im Prinzip, kannst du hier nicht wie jetzt bei einem integrierten Palace 88 LB eine Barversion oder eine Lounge wählen, sondern das ist, die Sitzgruppe ist so und die Küche ist so. So, das ist so. Der Grundriss, genau. Du kannst die Ledervariante wählen, du kannst die Küchenarbeitsplatte wählen, das kann man variieren, aber der Grundriss ist nicht verändert. Wir haben noch eine Sache vergessen, das ist ein riesen Staufach dahinter, zeig mal bitte, Robert. Und wir haben zwei Gurtplätze hier, sind die Serie die Gurtplätze hier? Ja. Gut, also hier ist ein großes Staufach, das besonders wichtig ist, wenn man hier... Achso, stopp, bei der Serie muss ich aufpassen, ich glaube, die ist eine Option. Also die zwei Sitzplätze sind eine Option, dann habe ich noch mehr Zuladung, weil, gell? Weil er hat jetzt keinen drin, schau. Okay, also dann habe ich noch mehr Zuladung, korrekt? Genau. Die muss ich dann auch nicht mehr montiert haben, die kann ich auch abnehmen dann. Nee. Zum Beispiel jetzt. Also genau, weil in der Serie wird es keinen Sinn machen, weil wir reden hier über ein Zwei-Personen-Fahrzeug. Warum soll ich serienmäßig vier Sitzplätze? Deswegen ist das immer so ein bisschen... Aber man kann sie dazu bestellen, man kann den Tisch absenken, dann gibt es ein Tischauflagepolster. Ich meine, du hast hier ein Riesenbett. Ne? Wenn das ich finde das auch toll, wenn du jetzt Kids hast oder so und nimmst die zwei mit dazu. Also gerade kleine Kinder, die brauchen ja gar nichts. Dann nimmst du die Polster weg und fertig. Okay. So. Spannbettbezug drauf und gute Nacht. Also es ist vielleicht nicht das große Fahrzeug für... Also du bist jetzt nicht viel kleiner wie ich, aber wir haben hier 1,80 Meter. Ne? Das ist krank. Wir sind gerade hinten auf einer Erhöhung. Ich zeig das mal. Bitte bleib mal da stehen. Und da geht noch eine Stufe, geht hier rein. Und auf was ihr alles achten musstet hier? Also das, die Höhe, wie hoch sind wir? 3,80 hier bei dem? Oder? Nee, sind wir nicht. Wir sind bei 3,30 plus Klima plus Aufbau, also 3,50. 3,50 Höhe. Okay, ungefähr. Cool. Aber trotzdem macht so den Reisebus-Charakter. Also das Gemeine ist, du musst sie schon nebeneinander stellen, die 24, also die großen LKW-Fahrgestelle und den hier. Wenn der Solo steht, dann stellt der richtig was dar, oder? Das ist immer die Perspektive. Ne? Ja. So, zeig mal hier, da ist ein großer Schrank. Was kann der? Ach, das ist dann vom Kunden frei wählbar. Ne? Wir haben jetzt Stauraum. Sag mal, könnte das auch ein Kleiderschrank werden? Ja, natürlich. Du nimmst die Schubladen raus, machst hier deine zwei Stangen rein, hast hier deine... Zeig nochmal, das ist der Mülleimer. Das ist der Mülleimer, genau. Das ist ja cool. Den kannst du draußen lassen.
Okay. Und dann hast du hier noch ein großes Fach, alles beleuchtet. Ist die Beleuchtung Serie bei Pelles? Ja, immer. Gut. Fußbodenheizung Serie? Ja. Yep. Fußbodenheizung Serie. Dann sag mal, wer baut denn diese Türen hier? Das ist ja fast ein Kunstwerk. Ein Zulieferer von uns. Macht das gut aus Franken? Oder? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, aber ich bilde mir ein, die kommen aus Italien. Aus Italien. Also die können das, glaube ich. Und guck mal hier, was der alles schon drin hat hier. Der hat die neue 3030 drin und steht gerade auf Strom. Genau. Das kann man sehr schön sehen hier bei der Heizung. Hier oder hier im Display haben wir hier. Hier. Mhm. Hat Landstrom dran. Das ist hier von Büttner. Ja, ihr. Ach, Büttner gehört ja zu Dometic, stimmt. Jetzt haben sie auch draufgeschrieben, ja. Mhm. Das ist krass, wie die alle irgendwie, einer geht zum anderen und der Markt kompensiert sich, oder? Der Markt kompensiert sich, aber leider nicht immer zum Vorteil, ne? Ja, ist jetzt Dometic, also Büttner. Wobei, die bauen echt gute Sachen. Also, ich persönlich habe noch nie von einem kaputten Büttner Kombi gehört. Noch nie, aber ihr schon, oder? Nee, man muss aber ehrlich sagen, es ist selten. Also es ist wirklich selten. Büttner macht schon tolle Geräte. Wir bauen die ja schon seit Jahren ein. Und da wird sich auch so schnell nichts ändern. Büttner ist für Qualität. Und das ist absolut tadellos. Max, wir haben mal im Video beim Alkoven bei deinem haben wir gedreht. Da habe ich gesagt, das ist der Crash-Sensor. Da wurde ich von dem Mitarbeiter korrigiert. Das ist der Reset-Knopf für die Heizung, für die alte Heizung. Das ist Vorschrift jetzt. Denn wenn der Crash-Sensor auslöst, dann geht die Heizung nicht mehr. Und dann muss man sie an- und ausmachen und die Uhrzeit neu stellen. Genau. Das ist sehr praktisch. Ich weiß. Das war so witzig, weil du hast das Video, ich weiß nicht, vielleicht 10 Minuten online gehabt und dann kam schon der Wink aus der Entwicklung. Okay, das ist nicht der Crash-Sensor. Okay, verstehe. Dann hat er eine SAT-Anlage mit drin. Magst du mal anheben hier gerade mal auf Push, dass wir einmal kurz sehen, wie schön das verarbeitet ist dahinter. Obwohl es jetzt eigentlich, also es ist der erste der Serie, trotzdem, da gibt es keinen Unterschied, oder? Die bauen den so. Nee, da gibt es keinen Unterschied. Man, der Grundriss ist von vorne hin identisch wie der Alkoven. Mhm. Also diesen Grundriss vom Fahrerhaus bis nach hinten bauen wir im Alkoven. So, komm, wir schauen uns mal die tolle Küche an. Can, geh mal ein Stück rüber, bitte. Und hier könnte die Fischer rein, Fischer und Paykel. Hier könnte die Fischer und Paykel rein, aber ich glaube auf die Seite. Also Spülmaschine kommt hier rein. Die Can liebt die Spülmaschine. Er guckt auf die Uhr. Wir haben noch Zeit. Sehr schön. Also es ist ein bisschen wie beim Sportstudio. Nee, alles gut. Bitte mal alle öffnen, Can. Genau. Gefällt er dir? Natürlich. Holzfarbe, gefällt dir? Die Holzfarbe ja, aber ich wäre kein Hochglanzweiß-Fan. Das kann man also wählen. Von den Möbelfront, genau. Ja. Die kannst du in tatsächlich noch in so einem Kaschmirton wählen. Ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich das, was ich machen würde. Mach mal hier auf, bitte. Aber ansonsten ist der echt schick. So. Ich meine. Boah, das gibt's doch gar nicht. Guck mal hier. Das ist. Also da kann man die ganzen Öle und Gewürze und so reinmachen. Ja. Dann hast du hier nochmal große Schublade. Da heißt, es gibt einen kleinen toten Raum, oder? In der Ecke, nehme ich an. Ne? Genau. Da hast du hinten, aber das ist nur ein kleines Eck. Gut. Und dann das Standard-Kochfeld. Mach mal bitte auf, Can. Das wir mal reinschauen. Das ist Serie, so kommt er jetzt, ja. Oder? Kann ich auch Elektro wählen auf Wunsch? Ungern. Bitte nochmal sagen. Ungern. Warum? Warte, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Nee, wir bewegen uns hier in einem Segment, wo wir Stückzahl brauchen. Und jetzt bedeutet, wenn du jetzt im Prinzip, also machen kann man alles, umsetzen können. Morelo kann technisch alles machen, was der Kunde wünscht. Einen gewissen Bau reinlassen, das aber nicht zu, weil wir reden hier von einer Serie. Das heißt, ich möchte ja gerne 30 Küchenarbeitsplatten, die identisch sind. Jetzt, wenn jeder Kunde, ihr habt die Nestingzelle, gell? Genau. Jetzt wenn jeder Kunde einen anderen Kocher will, einen anderen Anschluss möchte, größer, kleiner, links, rechts, dann wird es nicht funktionieren. Dann habe ich in der Verwaltung noch 15 Konstrukteure, die nur damit beschäftigt sind und dann wird das Ganze nicht wirtschaftlich, weil wir haben ja vorne gesehen 299.000. Okay, kann man denn das Kochfeld weglassen und kann sagen, ich hätte gerne die ohne Ausschnitt, die Platte? Nee, weil du beim Weglassen hast du ja nichts, weil genau, ich muss dann die Gasanschlüsse weglassen, dann kriegst du keine alles klar. Gasprüfung und. Ne? Also später, die Händler freuen sich drauf, die können euch alles machen, was ihr wollt, also gerade zum Beispiel Fairegge oder so oder wer auch immer, wer denn mit dazu ist, die können das dann modifizieren, richtig? Weil ich sage ja, es müsste jetzt keinen Grund, warum man jetzt auf einen Gaskocher verzichten soll. Ja, das ist schon gut. So, es gibt nur diesen Hahn hier, den Wasserhahn. Mhm. Keine Ahnung. Nein. Gut. Ich finde das so toll, dass du heute so einfach bist. Dass, so, du weißt, wozu das Loch da ist, Can? Damit der Wasserhahn da reintropfen kann. Ja, genau. Das ist, da wäre ich nie auf die Idee gekommen. Ich habe gedacht, das ist für den Finger. Was? Ich will mir mal sagen. Nein, echt. Was ist denn das für ein Material, Robert? Mineralwerkstoff. Mineralwerkstoff. Das ist, glaube ich, Stein und Kunststoff, oder?
Das ist eine Mischung, ja. Was habt ihr jetzt gerade gehört? Irgendwie muss man ja auch machen können. So, der ist richtig, also ganz ehrlich, ich bin ja totaler, also wer meinen Kanal kennt, ich bin der Rundsitzgruppen-Fan des Jahrhunderts. Ich könnte, glaube ich, wenn ich sterbe, lasse ich mir auf den Grabstein Rundsitzgruppe schreiben, weil ich einfach die Rundsitzgruppe, nein, ohne Witz, das mag ich und die Leute werden es tun. Die werden dann pilgern und werden sagen, steht eine Rundsitzgruppe auf dem Grabstein, aber ihr könnt gucken. Ja. So, das ist der Kühlschrank, Tomatic, Kompressorserie. Ja, genau, Kompressorserie. So, die oben auch nicht Serie, nötig. Die... Ist nicht nötig, dass er läuft. Mikrowelle Serie eigentlich? Ja. Mikrowelle Serie, mit Grill. Ja. Okay. Ich zeig's dir mal ganz kurz. Denn da hätte man es ja fast ganz gaslos machen müssen, aber die Heizung steht ja noch auf Gas. Hier ist eine alte Warmwasserheizung drin, 30-30, also großer Dometic-Kühlschrank. Mittlerweile sehr leise geworden. Die waren am Anfang waren die nicht so leise und mittlerweile sind die wirklich flüsterleise. Eine tolle Geschichte, hier zeigen wir noch gerade, ist der raumhohe Spiegel, wo ich mich komplett drin sehen kann. Guten Tag. Also ihr seht, wenn ich einen Schritt zurücktrete, dann kann ich mich komplett sehen. Und Jan, bitte mach mal diese Schiebetür zu, dass wir einfach mal sehen. Ich kann mich ja hier vereinzeln. Und jetzt hast du das Bad, was du bei uns gerne hättest. Ja. So, mach nochmal auf. Das wäre schön. Das wäre schön, wenn ich das Bad hätte, hat sie gerade gesagt. Denn zurzeit quälen wir uns natürlich in einem viel kürzeren Modell. 8,40 Meter und der Meter, der fehlt natürlich im Bad. Und hier hast du ein riesengroßes Raumbad. Ich zeige das mal gerade. Wenn du dich mal gerade aufs Klo setzt, Jan, dann bist du aus dem Weg. Und so, hier kannst du nämlich vorne zumachen, hinten zumachen, hast eine große Dusche. Ich kann mich sogar umdrehen. Kannst dich umdrehen, du kannst dich föhnen hier, sogar draußen, du hast eine Steckdose draußen, während einer duscht. Das Wasservolumen, was haben wir? 350 Liter. 350 Liter, Frischwasser plus Abwasser? 250 und Fäkal 250. 250 Fäkal, denn wir haben hier einen Festtank, du kannst da oben mal ziehen, zieh mal. Ja. Eine Regendusche geht auch nicht. Nee, nicht in dem Modell. Okay. Die ist ab dem Empire Liner möglich. Ab Empire Liner. Bitte wendet euch an den Fachhändler eures Vertrauens. Wer es machen will, könnt ihr anfragen. Es gibt einige Fachhändler, die haben sich spezialisiert auf Modifikationen, glaube ich, oder? Ja. Ja. Okay, ich habe schon verstanden. Am besten so kaufen, wie er ist. So. Dann, ihr habt noch Röhrenhandtuchhalter. Das finde ich schon ganz gut. Der Robert will unbedingt, dass ich jetzt da reinfilme, weil geh aus diesem Bad raus, hat er mir gesagt. Und zeig endlich mal, komm, wir zeigen noch einmal. Denn das wahre Geheimnis zeigen wir jetzt gleich erst. So, ist cool, der Schrank? Ein richtiger kleiner Schrank. Ja, das ist halt, ich sag mal, länger ist schon manchmal besser, oder? So, dann, was sie nie abgeschafft haben, das sind diese Seitenteile hier. Ich werde es nie vergessen, aber es gibt ganz viele Leute, die hängen da die Handtücher hin. Und ja, große, ganz große Schränke. Auch die vermissen wir gerade. Ja, für alle Hersteller, baut doch einfach mal Schubladen unterm Waschbecken ein. Ja, wenn man den Platz hat. Also so ein Raumbad ist schon was Feines und dann kann man hier schließen. Und das ist, ja, da habt ihr alle drauf gewartet. Das ist Robert Crispens, den wir jetzt mal zumachen. Und das Coole wäre jetzt, würden wir jetzt länger als 5 Sekunden hier zumachen, würde er sofort das Handy ziehen und die Börsenkurse gucken. Und das ist ein neues Gefühl. Also wenn du fährst hier, ich glaube, an das Gefühl muss ich erstmal gewöhnen im vollen Gehirn. Das hattet ihr noch nie, oder? Nee, hat man tatsächlich noch nie. Aber ich sage jetzt mal, gewöhnungsbedürftig ist es nicht wirklich, weil du hast ja bei einem Integrierten auch das Hubbett oben drüber. Ist ja nichts Außergewöhnliches. Das Hubbett ist oben drüber, Jan. Aber ist so ordentlich irgendwie. Ja gut, das ist auch nichts drin. Ich krieg das hin, dass es nicht mehr so ist. Das glaube ich dir. Komm hier, der Alphatronics hängt hier, den kannst du sowohl als auch, oder? Genau. Du hast jetzt im Prinzip vorne die Möglichkeit. Das ist ja das, wenn du vorne zumachst. Ach, Werner, hi. Okay, ich bin wieder draußen. Ja, kommt rein, ihr könnt ruhig reinkommen. Das ist kein Problem. Nee, wir sind, wenn wir hier fertig sind, sind wir durch. So, das hier ist der Schreibtisch. Genau, das ist im Prinzip so der Arbeitsplatz, ne? Da hast du die Möglichkeit, hier was zu arbeiten. Oben hast du nochmal einen Monitor. Hier haben wir Staumöglichkeiten, dass wir da nochmal einen Kleiderbügel drin haben. Hier kannst du im Prinzip... Sag mal, ihr habt schon... ihr habt das schon öfter gemacht mit diesem Wohnmobil entwerfen und bauen, oder? Ab und zu, ja. Mach mal hier auf, Jan, dass wir mal reingucken. Boah, da hast du für die ganze Wäsche, hättest du, Gianni. Da könntest du all das Zeug, was du jetzt nicht unterkriegst, könntest du da reinmachen, oder?
Vielleicht müssen wir doch nochmal zu Morelo zurück. Das ist, nee, wir sind ja bei Morelo. Also es ist ja, da machen wir oben auf. Morelo Flatrate. Das stimmt. Guck mal hier unten, das ist auch toll. Finde ich total klasse. Da kannst du nämlich deine Getränke während der Fahrt unterbringen. Zeitschriften. Also das Bier und der Schnapsen. So, und jetzt kommt das absolute Highlight. Das ist nämlich, dass ich das Fahrerhaus habe. Das kann ich jetzt zumachen. Das heißt, zwei Leute können komplett getrennt schlafen. Einer könnte auch hinten mal schlafen, wenn er mal schnarchen sollte. Ist krank oder so. Kann sich komplett vereinzeln. Hier habe ich natürlich das Iveco Fahrerhaus mit allen Assistenzsystemen, die ich will. Ich habe eine Luftfederung auch hier drin. Ich gucke mal gerade, eine Vierkanal-Luftfeder ist hier mit eingebaut. Also all das, was ich eben gesagt habe, ist wirklich ernst gemeint. Es gibt ein paar Basics, die sollte man rein konfigurieren. Ansonsten werden die Fahrzeuge echt schwer verkäuflich, oder? Ja, und an die haben wir hier gedacht. Also das Einzige, was in dem Paket noch fehlt, ist eine Hubstütze. Dann hat man ein perfektes Fahrzeug. Wir haben uns nicht gegen die Hubstütze entschieden, sondern es war bei dem Preis nicht mehr machbar, weil wir wollten irgendwas unter 300.000 Euro ansetzen. Und eine Hubstütze kann man, jeder Kunde kann sie dazu konfigurieren. Mhm. Und wir werden uns oder haben die Verkäufer auch gebrieft, in der Beratung auch darauf hinzuweisen, sodass man das Fahrzeug auch mit dem Paket noch zusätzlich ausstatten kann. Du weißt, bei manchen Wettbewerbern steht da eine 4 davor. Ja. Ja, also der Preisvorteil, den wir hier bieten, ist einmalig. Also 2,99 900. Mhm. Wie er hier steht. Für 9 Meter Palace, voll integriert. Wow. Da wird jemand hellhörig. Mhm. So, komm. So, jetzt zeigen wir mal, wo man schläft. Denn der Vorteil ist, eigentlich ist das hier kein 9-Meter-Palace, sondern ein 11-Meter-Palace. Stimmt das, Robert? Wie kommst du auf die 11 Meter? Indem ich das Bett addiere. Ja, dann stimmt das. Dann stimmt das nämlich, das weil... 2 Meter. Ach, das ist dann also, hier. Ganz kurz, ich klappe die Sitze um. Mhm. Mache natürlich die Verdunklung runter. Also, weil wenn das Bett unten ist, ist das ungeschickt. Verdunkel alles. Achte immer auf meine Vorhänge, dass ich die Ösen öffne. Schau, dass der Fernseher auch drin ist, weil ich kann mit dem Hubbett den Fernseher beschädigen. So, alles ist fertig. Jetzt fahren wir runter. Zack. So, und das Ganze, du kannst alle Bettauflagen liegen lassen. Genau. Du kannst im Prinzip, ich sage mal jetzt mal, Decke, Kissen wird nach oben gedrückt. Ich würde es nur von der Dachluke fernhalten, damit wir die Plissés nicht beschädigen. Ja, die Dachluke geht tatsächlich auch kaputt. Ich habe das schon geschafft. Wenn es nämlich dagegen drückt, wird heiß und dann geht sie kaputt. Ja, aber du hast ja bei uns im Service gesagt, das war vorher. So, wie springt man denn jetzt da hoch? So, tatsächlich haben wir hier nochmal eine zusätzliche Trittstufe. Warte mal. Die wahrscheinlich in der Garage oder im Stauraum liegt, kann man hier anlehnen und dann geht man auf. Okay, und die hat auch breite Aufstiege. Ja, aber ich sage jetzt mal, Just Chan das ohne Probleme schaffen würde, mir traue ich es auch zu. Und so sportlich wie du bist, ja, ist das im Prinzip. Danke. Hat auf meinen Bauch geschaut. Popo rumdrehen und sicher. Popo rumdrehen und hoch. Ja, bitteschön. Nein. Die Kamera heute schon einmal aus. Pass ja auf deinen Kopf auf. Du weißt, wenn du. Ich habe eher Angst, dass ich mir den Kopf stoße. Du kannst auch gerne, warte mal, ich mach mal hier Räuberleiter. Oh, kannst du drauf und dann passt das schon. Jetzt ist sie nämlich. Genau, normalerweise ist hier ein Tritt. So, das ist ja mal ein Bett, oder? Mhm. So, und das heißt, du hast auch einen ganz kleinen Ausschnitt, was wichtig ist, weil viele. Beinriesen dann da irgendwie rauskommen und gefällt er dir? Ja, sehr bequem. Sehr bequem. Ja. Ja. Super. Sag mal, ist das ein Game Changer hier, oder? Ja, also es ist der erste voll integrierte Rundsitzgruppenwagen und ich bin selber gespannt, was die Messe so mit sich bringt. Also ich bin gespannt, wie das Fahrzeug ankommt und wie viel wir verkaufen. Wir haben auch intern Wetten laufen. Habt ihr ihn vorgestellt gestern bei den Händlern? Nee, wir haben die Pressemitteilung tatsächlich vor Weihnachten schon raus. Der Händler hat aber außer dieser Händlermitteilung nichts und gesehen wird das Fahrzeug heute tatsächlich das erste Mal. So, du hast mich angerufen vor einer Woche, glaube ich, oder 2 Wochen und hast gesagt, es gibt's. Ich habe dann gesagt, ich habe reingeschrieben in meinen Kalender habe ich reingeschrieben, Liner for Two Derivat, weil aber es ist ein sehr, sehr beliebter Grundriss, also den auch Kollegen haben, muss man auch sagen, der auch bei den Kollegen sehr gut läuft, also den die allerdings nicht in dieser Klasse haben, glaube ich. Genau, das also und das war für uns im Prinzip etwas, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen ja Vollsortimenter sein oder Vollsortimenter und den wollen wir jetzt einfach da platzieren, mit aber einer limitierten Stückzahl. Den wird es im Loft nicht geben, den gibt es nur als Palace, oder? Den wird es im Loft momentan nicht geben, nein. Okay.
Okay, also wir zeigen noch mal ganz kurz, bitte mach mal auf, dass wir hier, nee, hier in die Spiegel. Dann haben wir nämlich alles gezeigt, was da ist. Und ehrlich, ganz ehrlich, eins mit Sternchen ist genau mein Grundriss. Ich bin der totale Fan und du hast was Tolles auf die Beine gestellt. Eure ganzen Mitarbeiter, die da sind. Das Team hat das toll gemacht. Wer kam auf die Idee? Ehrlich, Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Wer kommt bei uns intern auf solche Ideen? Es war tatsächlich Reinhards Idee und ich muss ehrlich sagen, das, was er da umgesetzt war, wieder einmalig, weil ich glaube, von der Idee bis zur Bandeinfahrt waren, ich glaube, 1,5 Wochen. Nee. Was? Ja, 1,5 Wochen. Also. Ihr habt den gezeichnet, auf die Nestingzelle geschickt und... Ja, also es war wirklich, da sollte erst ursprünglich hier auf der Messe ein anderes Fahrzeug stehen. Aber das ist halt das, was den Reinhard ausmacht. Der hat den gesamten Betrieb dazu bewogen, innerhalb von 2 Wochen so ein Auto zu entwickeln, neu zu bauen und hier auf die Messe zu stellen. Ich glaube, das Auto wird viele Kaufentscheidungen ändern, ganz ehrlich. Also weil, wenn du dich mal in der Klasse mal ein bisschen umhörst und mal ordentlich vergleichst, also du hast ja hier ein ordentliches Chassis, du hast hier Doppelboden, echter Doppelboden, du hast eine Alderheizung mit drin, du hast diesen Brand Morello, der den Eintritt in die Markenwelt von Morello bedeutet. Genau. Ja, das ist, also du bist ja Clubmitglied danach. Genau, willkommen daheim. Willkommen daheim. Aber und es gibt auch die Morello and Friends Karte. Also. Oh, das heißt, ihr habt Kapazität, also vielleicht wichtig ist, ihr habt Fahrgestelle immer vorgeordert. Das heißt, es geht jetzt hier um Bauplätze, die ihr modifiziert habt, korrekt? Genau, also das ist im Prinzip wichtig, ist Chassis, deswegen Chassispaket, Fahrsicherheitspaket, es ist wichtig der Radstand. Sonst kann man das in der Kürze auch gar nicht abbilden. Aber wir haben im Prinzip ein Kontingent freigehalten, dass wir jetzt im April, Mai, Juni bauen wollen. Und wenn das Kontingent voll ist, dann ist das Modell ja auch zu. Sehr schön. Bauzeit ungefähr, wie lange steht er bei euch im Werk? Du meinst jetzt die Produktionszeit? Oder? Genau, Produktionszeit von vorne bis hinten. Von vorne bis hinten sind wir bei 11 Tagen. 11 Tagen, dann rutscht er einmal durch. Tage. Guckt euch bitte die Werksvideos an, alle. Dann seid ihr ein paar Stunden, habt ihr zu tun. Das letzte Video inklusive Nestingzellung. Gab es da Reaktionen auf die Nestingzelle? Weil nee. Also das ist heute State of the Art, oder? Bei Morello schon. Ja. Ihr habt, man muss dazu sagen, ihr habt eine voll robotergesteuerte automatische Möbelfertigung, die so genau ist. Ich glaube, ihr habt kaum noch Verschnitt. Also das ist krass. Ihr könnt, also die Möbelplatten könnt ihr so auslasten, bis zum geht nicht mehr, oder? Genau, aber das können wir uns bei uns, wenn du vor Ort bist, gerne nochmal angucken, weil wir haben ja viel getan und werden da ja so ein Stück weit kommt Routine rein, dass die Prozesse werden sicherer. Sieht nochmal anders aus. Was ich cool finde, da du jetzt so alt bist mittlerweile, wir kennen es ja schon ein paar Jahre, muss ich nicht mehr argumentieren, dass also du... Also tatsächlich, wenn ich dich unterbrechen darf, ist mein 20. Jahr in der Caravan-Branche. Ja. Und dieser Caravan-Salon ist mein 20. Also ich habe so ein Jubiläumsjahr vor mir. Du bist jetzt 37? 38. 38. Aber als wir begonnen hatten, warst du, glaube ich, 34. Und da musste ich schon die ein oder andere Erklärung abgeben. Mittlerweile bist du aber so. Ist da schon ein bisschen was? Mal gucken. Ja, hier. Oder färbst du? Ich habe noch nie meine Haare gefärbt. Nein. Okay, kannst du ruhig sagen, wenn es so ist. Nein, habe ich wirklich nicht. Ist heutzutage nicht mehr so. Nee. Okay. Aber Robert. Es ist genetisch. Ach, lass uns rausgehen. Also, tolles Fahrzeug, eins mit Sternchen. Vielen Dank. Ganz ehrlich, ich bin ja, gut, jetzt habe ich schon mal gesagt, aber ich bin bekennender Rundsitzgruppen-Fan. Und es gibt viele, die werden sagen, geht gar nicht. Ich will genau, aber die anderen Baugruppen wird ja weiter produzieren. 88 LB immer noch ansonsten stark? Ja, 88 LB ist unsere Cash-Cow, ne? Also es ist ja der beliebteste und der häufigste Grundriss, der Morello immer noch baut und gebaut hat. So, und dann vielen Dank, Robert Crispens. Heute ist der 12. Januar 2024. Heute ist der Tag vor der Messe. Ich lade euch alle herzlich ein auf unseren Messestand. Kommt vorbei, lasst euch beraten, schaut euch den Grundriss an und bestellt. So, und ich sorge dafür, dass das Video morgen online ist, okay? Heute noch? Hey. Die Trans... Bevor ihr wieder Fernsehen guckt und gar nichts. Nee. es muss ja noch transkodiert werden und YouTube hat mittlerweile 8 Stunden prüfen die das Video. Ja, echt? Ja, es sind schwere Zeiten und die Videos laufen. Das ist kein Witz. Ich weiß nicht. Ernsthaft, ich kann es online schalten und dann kommt ein Video, wurde nicht geprüft und dann kann es passieren, dass das Video nicht ausgeliefert wird und dann haben wir ein Video gedreht und Feierabend. Also spätestens morgen. Also ich werde es heute Abend online schießen und morgen früh veröffentlichen und dann haben wir es, cool. Wir werden alle schon gebannt gucken. Ich freue mich auf euch. Tschüss, Robert. Ciao. Danke, tschüss.